So, und da sind wir wieder in die Wilde Westen von Paper Mario auf Nintendo 64 mit Lady Boo und andere Boohoos und... Ach du Scheiße, ich kann so nicht sprechen, also tut mir leid. Ja, da sind wir wieder bei Paper Mario. Wir sind ja hier auf dem Weg zu Tuba Blubbers Schloss, um den Unbezwingbaren zu bezwingen. Aha, das kann ja nur schief gehen. Und im letzten Part haben wir ja schon gesehen, wie Tuba Blubber da so mal so einen Geist verspeist hat. Geist verspeist, das ist auch nicht schlecht, ne? So, ich will dieses Wirrwarr. Moment, dafür brauche ich... falscher Knopf. Bevor ich es vergesse, ist... sorry, dass so lange mal wieder nichts kam. Das ist jetzt schon wieder so knapp 10 Tage her. Und ja, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kann ich mich nie richtig dazu aufraffen, Paper Mario zu spielen. Tarngel. Oh, das ist schön. Ne, das Tarngel wollte ich nicht. Weg. Gib's her. Tarngel, was kann man dafür wegschmeißen? Ein Appel. Und tschüss. Ah, ja. Gut, hatte ich irgendwas gesagt? Ja, hatte ich, ne? Wegen... Aua. Tut mir leid, dass ich so lange nichts aufgenommen habe. Au. So, ich glaube, dafür brauchen wir wieder mal Gumbario, ne? Gumbario, damit er mal das scannen kann. Weil scannen ist toll und so. So, Hyperkirk. Oh Gott. Das ist ein Hyperkirk. Sie verfügen über eine höhere Verteidigung als normale Kirks. Maximale KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Oha. Manchmal laden sie sich auf, bevor sie angreifen. Mit einer aufgeladenen Attacke können sie dir 8 KP abziehen. Ach du Scheiße. Ja, wenn du sie mit einer Explosion umkippst. Ah. Okay, gut, also da haben wir einen entscheidenden Hinweis gekriegt. Wir können den Kirks ordentlich wehtun, indem wir sie einfach auf den Rücken schmeißen durch eine Explosion. Was heißt eine Explosion natürlich? Bombett. Ne? Moment, Bombett? Das dürfte ja nicht schwer sein. Bombett. Und dann machen wir einfach mal eine Powerbombe, das haut die dann alle ganz doll weg, ne? So, Moment. Drücke so schnell wie möglich, ja. Highspeed! Bums! Och, der Kirk steht falsch rum. Süß. Oh, das ist gar nicht gut. Wir sollten uns jetzt um die Hyperkummas kümmern, weil die ziehen uns nämlich auch 8 ab, wenn die jetzt treffen. Sprung? Nee. Das wird gar nicht gut. Haben wir nicht irgendwas zum Angriff? Voltopilz? Das könnte sogar funktionieren. Oder eine Feuerblume. Voltopilz, Feuerblume, da. Ah. Feuerblume, ich weiß nicht, ob das so viel zieht bei einem Kirk. Voltopilz, versuchen wir einfach mal den Voltopilz. Wenn die uns jetzt angreifen, dann ist nämlich kaputt, ne? Also dann hauen sie selber K.O. So, versuchen wir mal den Kirk so umzubringen. Und das funktioniert. Wunderbar. Und jetzt kommen die Hypergummas mit ihrer Superattacke. Aua, tat das weh. Alter, das zieht doch schon richtig übel. Naja, 11 Sternpunkte haben wir dafür gekriegt. Halleluja! Die gefallen mir überhaupt nicht. Nur so zur Info, ich habe das noch nie gesehen, wenn die aufgeladen einen treffen. Aber dass es doch so extrem ist, vor allem man kann den Scheiße ausweichen, hätte ich jetzt doch nicht gedacht. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Superpilz, dann haben wir zumindest 20 KP. Dann sind wir nicht so auf der unsicheren Seite, ne? Oh Gott, der Weg geht ja noch weiter. Na toll. Ich mag die Musik irgendwie voll cool. Mag die Musik voll cool. Hä? Das ergab keinen Sinn. Ich mag die Musik total, wollte ich sagen. Nee, Koopa wollte ich nicht. Ich wollte Barakari. Damit wir da rüberfliegen. Was hoffentlich funktioniert. Jawohl. Knapp, aber hat funktioniert. Nein, Hypergumma, du kriegst mich nicht. Und Superpilz, den kriegen wir auch gleich wieder, ist ja geil. Einen ausgegeben und einen wiedergekriegt. Wunderbar. Dem Kirk, da hauen wir mal ab. Besser. So, jetzt müssten wir eigentlich da sein, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, sind wir auch. Okay. Das hier ist Tuba Blubbers Schloss. Da nehmen wir mal Boo vorsichtshalber, weil mit Boo können wir doch schon ein paar Sachen machen. Und ich würde sagen, ich speichere vorher mal vorsichtshalber. Jawohl. Aber es könnte doch sein, dass wir gleich verrecken. Und das wäre nicht toll. Kann man hier noch sein Leben auffrischen? Nein, kann man natürlich nicht.
Ja, nur so, jetzt kommt hier so Stalker-Einsatz. Diese Viecher da, die verfolgen uns und wollen uns rausschmeißen. Nein, falsch. Gut. Immer ausweichen, das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Glück gehabt. Ich war jetzt gerade richtig ruhig, oder? Ja, ne, war ich. Gut. War nicht meine Absicht, aber... So, der schläft, den lassen wir auch mal schlafen. Er ist wach. Hier gibt's... Bam. Okay, gegen die Decke springen bringt nichts. So, wie habe ich schon mal festgestellt. Wir dürfen uns hier nicht erwischen lassen. Und wenn es geht, schleichen wir uns an dem hier vorbei, ohne dass er uns mitkriegt. Lalalala. Weil der ist nämlich doch schon ganz stark, soweit ich weiß. So viel ich in Erinnerung habe. Nein! Gut, gucken wir schnell mal, was hier in der Tür ist. Oh mein Gott. Diesen Teil des Kapitels mag ich nicht. Bin ich ehrlich. So, hier ist ein Sternsplitter. Den holen wir uns mal schnell. Ah, mein Auge tut weh. So. Ah, die Musik passt irgendwie voll nicht zu diesem Lass dich nicht erwischen Zeugs. Aber was soll's. Oder was meint ihr? Hier kann man zum Glück unter dem Tisch einfach lang... Oh, da ist ein Sternsplitter. Der bewacht eine Tür. Haha, voll ausgetrickst. Hier geht's in den Keller. Wollen wir in den Keller? Wollten wir in den Keller... Ach du Scheiße. Gehen wir ganz schnell vorbei, wenn Bu dann... Oh Gott. So, wenigstens das hat geklappt. So, und was ist hier? Ach ja, nee. Okay, hier hätten wir sogar lang gemusst. Gut zu wissen, wenn ich jetzt noch wüsste, wie wir hier wieder rauskommen, ne? Oh. Okay. Wunderbar, da ist ein Bu. Oh, du bist Mario, netter Ort hier, was? Ich bin mit meinen Freundinnen hierher gekommen, um Tuba Blubbers Schwachstelle herauszufinden. Wir konnten in Erfahrung bringen, dass sich in Tuba Blubbers Schlafzimmer im obersten Stockwerk etwas sehr Wichtiges befinden muss. Aber als ich von meinen Freunden getrennt wurde, konnte ich mich nur noch verstecken. Aber du könntest gehen. Als erstes musst du ins oberste Stockwerk gelangen. Geh dann einfach geradeaus, bis du im Schlafzimmer bist. Wenn du auf Tuba Blubber triffst, kämpfe nicht. Ich wiederhole, kämpfe nicht gegen ihn. Okay, wieso? Er ist unbezwingbar, ehrlich. Bevor du nicht sein Geheimnis herausgefunden hast, ist es besser, davon zu laufen. Ja, das ist wirklich so. Beim ersten Mal durchspielen habe ich versucht, ihn zu bekämpfen und man scheitert kläglich, weil man kann ihm nichts abziehen. So, wen stufen wir denn auf? Abtransport sagt Tschüss zu deinem Spuk, deine Gegner machen sich ins Hemd. Und außerdem ist Bu dann stärker und das ist schon praktisch, weil Bu hat nämlich so einen schönen Angriff. Nennt sich Fächer, glaube ich. Fächer oder Ohrfeige, ich weiß es gar nicht. Irgendwie so war das auf jeden Fall und kann ganz schön wehtun. Oh mein Gott. Glück gehabt. Noch irgendwas von diesen Viechern? Die Dinger transportieren uns übrigens sofort wieder zum Ausgang, die Arschköppe. Das heißt, wir dürften alles nochmal machen. Und mit alles meine ich wirklich alles. So, ist das hier jetzt schon das oberste Stockwerk? Nein. Da müssen wir die ganz andere... Ach ja, stimmt. Jetzt müssen wir den ganzen Gang nochmal durch, damit wir auf die andere Seite kommen. Wir hätten nämlich nach rechts gemusst. Aber zum Glück haben wir jetzt den Schlüssel. Und ich kämpfe mal gegen den... Aua. Dass er mich natürlich schlägt, das wollte ich nicht... Au. Wollte ich nicht, aber... Okay, gut. Versuchen wir es mal mit dem Hammer. Mal sehen, was der so bringt bei denen. Da fällt mir ein, ich habe den noch gar nicht gescannt. Mitglied wechseln. Gumbario. Ja, ich weiß, das nervt euch. Oh. Aua, Morgenstern tut weh. Und. Oh. Oh, da tut trotzdem weh. Oh. Manu. Ah. Gut, Gumbario, du scannst als erstes. Scanner. Klubber. Das ist ein Klubber. Klubber sind die Hauptwachen in Tuba Blubbers Schloss. Maximale KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Oft schlafen sie während des Dienstes. Wenn du sehr langsam gehst, wachen sie vielleicht gar nicht auf. Sie sind zwar sehr groß, aber mit dem richtigen Einsatz des Action-Kommandos sind sie nicht ganz so hart. Okay. Was sollte das jetzt direkt heißen? Egal, wir hauen ihn mit einem Hammer auf den Kopf. Bam.
Okay, der erste ist hin. Dann können wir nur noch maximal 6 KP, KP abgezogen kriegen. Ja, das waren schon mal die dritten, die 3 von 6. Aha, also nur 5. Eieiei. Okay, was machen wir, Ein Klubber mit einem Sprung angreifen, das kommt immer gut, ne? Naja, hat 4 gezogen, das ist genauso viel wie der Hammer. Ey, nee, wollte ich doch gar nicht, ich wollte Mitglied wechseln. Ach, ich Idiot. So, okay, jetzt kriegen wir nochmal ordentlich einen auf die Mütze. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und, bums, aua. Tat weh. Gut, dann machen wir den ersten platt. La, 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 la. Bam. Ah, ja, ich weiß, das ist immer so spannend für euch, ne? Vor allem, ich weiß auch nie wirklich, was ich hier sagen soll. Spuk? Nein, Ohrfeige. Ohrfeigt den Gegner. Es gibt auch noch Fächer-Lady oder irgendwie so, aber ich glaube, das kriegt man erst ab der nächsten Stufe. Und das ist richtig heftig, weil ihr seht schon, das hier zieht schon 5. Ist ein bisschen mehr, als wir ziehen. Aber das macht ja nichts. Aua. Jetzt reicht's. Boo muss dir wohl mal zeigen, was hier los ist. Schnell! Jetzt! Nein, nicht genug. Er ist trotzdem tot. Und? Da ist er Matsch. Ach ja, noch 9 Sternpunkte, dann haben wir ein Level Up. Ah, ich guck gerade so auf die Uhr, mir bleibt doch nicht mehr sehr viel Zeit, weil ich habe heute nämlich einen Termin, sagen wir es so. Oha. Gut, dann eben noch vorbeigekommen, trotz dass er wach geworden ist. So, jetzt dürfen wir hier erstmal wieder... Obwohl, ich zeig's euch mal ganz kurz, was passiert. Wir sind ja hier direkt vorm Eingang. Nein! Ah, wir wurden rausgeschmissen. Diese Kerle hier werden versuchen, uns zu fangen und aus dem Schloss zu werfen. Alter. Das war jetzt irgendwie so Fei-like. Das, spät. Setz meine Kräfte ein, um unsichtbar zu werden. So können wir sie übertölpeln. Gut. Hat Mario gerade gemeckert? Oder was war das? Gut, dann würde ich sagen, nach 12 Minuten. Jetzt haben wir schon mal Tuba Blubbers Schloss gesehen. Im nächsten Part werden wir dann Tuba Blubbers Geheimnis erfahren. So viel kann ich schon mal sagen. Und den nächsten Part, den nehme ich morgen auf, versprochen. Ich habe jetzt Urlaub, ich habe Zeit, ich werde das jetzt durchziehen. Ich mache das. Nee, also könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also ich sage tschüss und bis dann irgendwie neue Reggie LP. Bye. So, natürlich muss ich erst vorher speichern, ich Idiot. So, jetzt aber. Tschüssi.